Hallo meine Lieben und willkommen zur vierten Folge ist es, glaube ich, inzwischen von Ab zu. Wir machen gerade wieder das dritte Gebiet, besiedeln wir, wenn man so will, oder verschönern wir aus der Dunkelheit. Komm, ein bisschen schneller. Schneller. Schauen wir mal, was wir diesmal für große Meeresbewohner hier freilassen. Irgendwelche Wale? Haie? Das schaut nach Haien aus. Diese Breitmaulhaie, diese großen. Weiß nicht, wie die heißen. Tigerhaie? Kann das sein, dass das Tigerhaie sind? Schauen wir mal, schwimmen wir mal mit einem. Walhai. Krasses Ding. Ganz ehrlich, da kriegt man doch total Lust, selbst tauchen zu gehen, oder? Ich glaube, dass das echt so wunderschön sein muss. Ich kann es leider nicht. Ich habe da irgendwann einmal einen Kurs gemacht, aber da ziemlich versagt, weil es mit dem Luftanhalten bei mir nicht so ist, nicht so gut. Da bin ich einfach nicht gut gewesen darin. Dann habe ich beschlossen, das ist vielleicht keine gute Voraussetzung, um tauchen zu lernen, wenn man schon den Luft nicht anhalten kann. Sonst haben wir hier, glaube ich, aber jetzt nichts. Oh, vielleicht da oben noch. Schauen wir mal hier rein. Ah, da haben wir doch gerade was gefunden. Dementsprechend habe ich auf jeden Fall nie tauchen gelernt, obwohl es mich immer sehr fasziniert hätte. Ich glaube auch, dass es ein ziemlich teures Hobby ist. Aber ein sicher sehr schönes Hobby. Aber umso schöner, dass wir jetzt hier zumindest die Möglichkeit ein bisschen haben, so virtuell. Das in Virtual Reality, also das kann ich mir vorstellen, dass das sehr beeindruckend ist. Gelber Siegel, Dr. Fisch. Was haben wir noch? Goldene Stachelmakrele, die kennen wir schon. Diamant Picasso Drückerfisch. Das sind die, die kennt man auch aus Aquarien. Jetzt weiß man auch, wie sie heißen. Die übliche Stachelmakrele. Ein paar Stachelmakrelen. Ja, was anderes. Die kennt man auch. Ein paar davon. Oh, den haben wir noch nicht. Ein Barracuda kennt man namentlich. Den kenne ich wiederum namentlich, aber hätte ich nicht gewusst, wie der ausschaut. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh doch, das ist eine sehr große Stachelmakrele. Was ist dieser kleine? Ich möchte diese anderen da. Kuhkopfrochen. Die schauen ja seltsam aus. Das müssen kleine sein, oder? Und diese großen haben wir ja auch noch nicht. Ich würde gerne diesen großen noch sehen, was das ist. Barracuda.
Oh, der Barak. Der hat gerade was gefressen. Und das gab ein Steam Achievement. Gelbschwanzschnapper, den kennen wir auch noch nicht. Den da unten will ich. Den da unten. Nein, nicht darunter. Darauf. Rauf. Rauf. Verdammt. Okay, ich gebe es auf. Werden wir nicht erfahren, wie der heißt. Vielleicht können wir uns anhängen, dann erfahren wir es. Schauen wir mal. Das gerne noch wissen, wie der heißt. Geht tatsächlich. Das ist ein Adlerrochen. Schaut irgendwie nicht so aus wie ein typischer Rochen, oder? So, und da ging es auch noch nach hinten. Da wollte ich auch noch kurz hinschauen. Ganz kurz, nur ganz schnell. Wird eh nichts sein, aber... Nein, nur Wand. Schade. Gedacht, vielleicht kann man hier noch irgendwas freilassen oder so. Na gut, dann würde ich sagen, geht's durch die Türe zurück. Wo ich sehe, da unten. Geil, wie die kleinen Fische alle wegfliegen. Wegschwimmen, wenn der Große kommt. Dann schauen wir mal, wo es uns weiter hinführt und was wir diesmal für Wandgemälde finden. Schaut ein bisschen aus wie ein Schwimmbad. Da haben wir wieder das Grüngewächs. Erinnert mich echt so ein bisschen an ein orientalisches Schwimmbad. Da haben wir wieder diese Maxeln. Das Bild kennen wir schon, das ist das, was in jeder dieser Hallen ist. Und da ist eine Muschel in einem Fenster, das sind ein paar Muscheln in einem Fenster, sind die, waren die immer schon drinnen? Oh, sind das die Muscheln, die wir gefunden haben? Oh, ich glaube, das sind die Muscheln, die wir gefunden haben. Okay, dann schauen wir, was wir hier haben. Das kennen wir schon, das Zeichen. Das war bei dem Haifisch. Oh, da sind diese Zeichen wieder über den Köpfen und die gießen Wasser runter. Und da oben ist diese Alge, die rauskommt aus dem Turm. Was haben wir hier? Die füllen, die nehmen das Wasser von diesem Ding auf, was von diesem Stern kommt. Dann stellen sie sich am Kopf, tragen es darüber und füllen es hier wieder ein. Irgendwie das ganze Wasser kommt von diesem Stern. Und sie füllen es dann, sie tun es dann überall hin. Das könnte das Wasser sein, was wir hier unten fließen sehen. Schaut zumindest so ähnlich aus. Da haben wir diese großen Portale. Und wieder dieses Wasser. Da haben wir wieder so einen Turm. Und da haben wir wieder so ein Dreieck mit einem Maxli oben drauf, das dieses Wasser oder diese Blase hält und unten ist auch eine. Okay, sehr seltsam. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Ich glaube, hier ist zu Ende. Genau, da vorne ist schon die Türe. Da ist dann das letzte zum Aktivieren. Dann geht die Türe auf nebenan. Ein Leuchtefisch. Und wieder eine Steinstatue. Na dann. Schauen wir mal, wo uns die hinbringt.
Meeresschnecke, die zeigt uns jetzt alles, was wir hier drinnen haben. Da haben wir den Grüner, die Murine. Die habe ich gemeint vorher mit dem Kopf. Die berühmten Anemonenfische. Und die ganz berühmten Wimpelfische, die kennt man auch von den Aquarien und den Zoohandlungen. Okay, ich glaube, wir sind hier durch. Wobei, da gibt es noch... Oh, eine Sardelle! Die kleinen Sardellen, die futtern wir die ganze Zeit. Nein, die nicht, das sind die Doktorfische, aber die Sardellen futtern wir immer wieder. Junger Imperator-Kaiserfisch. Gemeiner Putzerfisch. Oh, das sind die, die so lustig alles wegputzen überall und drüber dranhängen an den Großen. Das gibt's, da gibt es ja eigene Geschäfte. Die haben so Becken voller Putzerfische. Da hält man seine Füße rein. Und dann werden die von diesen Putzerfischen aufgefuttert, die Hautreste irgendwie. Muss total lustig sein. Das soll total kitzeln irgendwie. Ich war selbst noch nicht in sowas. Weil das gibt's halt nicht sehr oft. Aber kann ich mir vorstellen, dass das witzig ist. Das Ding sagt mir gar nichts. Hat total witzige Muster. Koelakant. Und futtert die ganze Zeit irgendwas. Ein Raubfisch offensichtlich. Und, oh, Schaufelnasenhammerhai, aber ein kleiner. Muss das sein? Okay. Gut, dann machen wir mal, aktivieren wir das letzte Ding hier. Und schauen uns die letzten Bilder an. Da haben wir wieder diesen großen Hai, den großen weißen, mit den Ruinen drunter. Und da sehen wir auch diese vier Türme mit den verschiedenen Wesen. Da sehen wir auch schon, was wir im nächsten kriegen wir große Tintenfische. Das sind die da hinten. Geht da mal hin näher. Da, das ist das letzte Haus, weil die Haie haben wir ja schon. Die Orcas haben wir und die Rochen haben wir. Das heißt, wir wissen, das nächste sind große Tintenfische. Und da haben wir dann drüber irgendwie dann in der Mitte, nach all dem kriegen wir offensichtlich den weißen Hai. Da oben haben wir diese Schnecken, die wir überall sammeln müssen. Und hier haben wir einen schwarzen Hai. Über den ganzen Leuten. Und da auch. Okay. Na dann. Ein Stern. Dann schauen wir mal, wo das weiterhin führt. Das schaut ein bisschen kaputt aus hier. Offensichtlich ging es da mal gerade weiter, glaube ich. Und da ist so ein Dreieck. Da war so ein Tor offensichtlich irgendwie. Da ist auf jeden Fall das nächste Tor, wo wir durch müssen. Sehe ich jetzt schon. Viel mehr ist da auch nicht, glaube ich. Ist einfach nur das Tor. Okay, na gut. Na gut. Da verlieren wir wieder unsere kleinen Freunde. Und wie immer sind wir nicht schnell genug, weil ich mich noch nicht bewegen darf. Ich probiere es diesmal gar nicht mehr. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Jetzt müssten wir zu diesen Tintenfischen. Zu diesen Oktopus-Tintenfischen. Weiß gar nicht, wie die heißen. Die haben einen Namen, einen eigenen. Fällt mir jetzt nicht ein. Nicht Oktopus? Hm. Vielleicht fällt es mir noch ein im Laufe dieser Folge. Schauen wir mal. Oh, seht ihr das? Ein Blauwal. Das muss ein Blauwal sein. Oh, Halleluja. Mit einem kleinen Babyblauwal. Ich möchte mich festhalten. Ich möchte mich festhalten. Aber ich kann gerade nichts machen.
Halleluja. Halleluja, war das heftig. Ich würde sagen, wir sind in der Tiefsee angekommen. War das geil. Das eine war ein Blauwal und das andere war, glaube ich, Pottwal. Nein, Pottwal ist der hässliche. Diese Bartenwale, vielleicht heißen sie sogar Bartenwale. What the fuck? Dürfen wir dem nicht zu nahe kommen? Sind das Bomben? Hä? Ich kapier's noch nicht. Jetzt leuchten wir auf jeden Fall. Vielleicht jetzt damit zum nächsten. Wobei, das schaut irgendwie nicht gesund aus. Ich glaube nicht, dass wir das... Ich kapiere es noch nicht. Lassen wir das mal frei. Da haben wir auf jeden Fall einen Friedhof, so eine Art. Koboldhai. Das Ding leuchtet ja auch hier unten. Bin mir immer noch nicht sicher, was mit dem auf sich hat. Da ist ein Hai zum Meditieren. Die schweben hier überall herum, diese komischen Dreiecke. Gut, dann meditieren wir noch und dann war's das für die Folge. Humboldt-Kalmar. Kalmare, das war's. Das ist das Wort. Jetzt weiß ich's. Kalmare finden wir, dann große Kalmare. Tiefseekalmare nehme ich mal an, werden es sein. So, was haben wir hier? Walkopf, kenne ich gar nicht, sagt mir überhaupt nichts. Wieder ein Kalmar, dann haben wir hier, das sind die, die wir freigelassen haben, glaube ich. Koboldhai, genau. Schauen krass aus. Ziemlich heftig. Kalmare. Da geht's auf jeden Fall hin. Seht ihr das da unten? Da ist das Tor mit diesen Wegen offensichtlich. Seeratte. Ist ja geil. Ist das geil, bitte. Eine Seeratte. Zu geil. Was bist du? Blobfisch? Witzig. Sagt mir auch nichts. Oh, da dampft irgendwas. Müssen wir uns dann auch anschauen, was da dampft. Schleimaal. Oh, und seht ihr das? Ist das ein Piranha? Fangzahnfisch. Geil. Geil. Okay, gut. Ich würde sagen, ich glaube, wir haben das meiste gesehen einmal. So, wo wollten wir hin? Wir wollten da irgendwo, gab es dieses
Da haben wir das schon freigelassen. Okay, da sehe ich gar nichts mehr. Da ist schon so dunkel. Irgendwo war dieses Tor. Wo war... Da ist dieses rauchende Etwas. Da unten sehe ich schon wieder neue Korallen. Da müssen wir hin. Da können wir was freilassen auf jeden Fall. Und da sehe ich auch schon diese Kabel. Dann machen wir das mal. Erstmal. Seeteufel. Okay, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir das lösen. Das Geheimnis hier. Dementsprechend verabschiede ich mich hier von euch. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein zu Absu. Wie immer, alles Liebe, alles Gute und tschüss.